Klar, schmutzige Dinge. Verstehe. Ich glaube, die Schlacht habe ich gewonnen. Was? Ich sagte, genießen wir den Abend. Jemanden Schnaps? Oh, da hast du aber meine Gedanken gelesen, Süße. Ja. Hey, hat jemand Bock auf Go-Kart fahren? Oh! Hey, Jungs. Ich dachte, wir machen vielleicht was Romantischeres, um die Verlobung zu feiern. Weißt du, was richtig romantisch wäre? Wenn der Vorschlag von dir ist, will ich's nicht wissen. Mir gefällt Randalls Vorschlag. Okay, das reicht. Niemand geht Go-Kart fahren, okay? Das ist jetzt einfach nicht der richtige Moment. Komm schon, auch ohne Schildkrötenpanzer. Ich rede von einem ganz normalen Rennen. Warte, warte, warte mal. Meinst du auch keine Bananenschalen? Seid ihr jetzt mal ruhig? Wir gehen nicht Go-Kart fahren, ja? Tja, Matt, jetzt kannst du dir wohl vorstellen, wie das ist, verheiratet zu sein. Matt, ich rate dir, das nicht zu beantworten. Okay, entspannt euch mal. Ich liebe Go-Karts, okay? Aber ich freue mich auch auf das Eheleben. Wisst ihr, sich ein Bart wachsen zu lassen, nach jeder Stunde einmal aufs Klo zu müssen, den Kaffee schwarz trinken und selbstverständlich auch die Kinder zur Go-Kart-Bahn mitnehmen. Ich habe mir das reiflich überlegt, okay? Okay. Dann haben wir ja genug Zeit, zur Go-Kart-Bahn zu fahren, wenn die Kinder erstmal da sind, ja? Aber, wir könnten doch... Hältst du jetzt endlich mal die Klappe, Randall? Du verwirrst meinen Verlobten. Ich lasse nicht zu, dass du ihn so manipulierst. Ist das klar? Ihn manipulieren? Na, das musst du gerade sagen, Scarlett O'Hara. Nennst du mich eine Rassistin? Alter, nenn sie nicht Rassistin. Was? Ich hab sie nicht Rassistin genannt. Ich meinte bloß, dass sie auf Manipulieren steht, so wie Scarlett O'Hara. Das reicht jetzt! Ich bin ein guter Mensch. Ich muss mich nicht so behandeln lassen. Ach komm, du bist ja nicht mal eine reale Person. Hey, wo kommt das denn jetzt her? Du meinst wohl, wo kommt sie denn her? Sie benutzt dich nur, Matt. Erkennst du das nicht? Sie ist ein fieses Monster aus der Unterwelt, das die Zivilisation zerstören will. Ich glaube, ich gehe einfach. Nein, 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 Liebling, Liebling. Der Einzige, der hier geht, ist Randall. Alter, hätte nie gedacht, dass du sowas bringst. Ich dachte, du wärst mein Freund. Aber wenn du weiter Scheiße über meine Freundin erzählst, dann tut's mir leid. Dann war's das. Aber Matt, ich will dir nur die Augen öffnen. Das reicht, Randall. Ich weiß nicht, was zum Geier heute mit dir los ist, aber du versuchst schon den ganzen Abend Sally zu provozieren. Und was ist mit ihr? Sie macht doch genau dasselbe. Randall, raus! Oh, komm schon. Du hast es wieder versammelt, stimmt's? Ja, granatenmäßig. Glaubst du wirklich, du kannst deinen Freund zur Nüchternheit bewegen, indem du seine Freundin schlecht machst? Nein, aber die alte Hexe kann jeden meiner Schritte vorhersehen. Mir fällt auch kein echter Grund ein, warum er nicht trinken sollte. Das ist Matt, verdammt nochmal. Saufen ist für ihn ein Grundbedürfnis, so wie schlafen. Der muss saufen, um zu überleben. Da bin ich sicher. Ja, dann hast du es echt versaut jetzt. Er hasst dich abgrundtief und will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich weiß. Okay, versuch's einfach nochmal. Aber denk dir diesmal was richtig Cleveres aus. Wir haben nämlich nicht den ganzen Tag Zeit, weißt du? Gut gegeben! Hey, benimm dich und mach bloß... Also nochmal von vorne. So, Matt, komm mal rüber. Warum trinken wir nicht? Gibt's was? Ach, ich... Also... Ja, genau. Nee. Ich glaube, deswegen hat... Der ist sicher schon... Ja, der grummelt immer... Wie war das, Kumpel? Ja, jetzt, wo du sagst... Also, Sally, mich würde rasend interessieren, was du so in letzter Zeit getrieben hast. Also... weißt du... Tatsächlich weiß ich das nicht. Ja, ich... Ich war mit den Vorbereitungen für die Hochzeit beschäftigt. Du weißt ja. Natürlich. Was ist hier eigentlich los? Ihr benehmt euch ziemlich merkwürdig. Nichts. Randall hatte nur gefragt, weißt du, wegen der Hochzeit. Ja, aber warum druckst du denn so rum? Ja, warum druckst du so rum, Sally? Du bist doch nicht etwa von einem Dämon besessen, oder? Ach, Randall, du bist urkomisch. Ich bin wirklich komisch, oder? Weißt du, ich habe schon überlegt, ob ich Comedian werden sollte. Ehrlich? Tja, wir werden dir alle Unterstützung geben. Aber ich... Wir sollten im Hinterkopf behalten, dass nicht jeder deinen Sinn für Humor hat. Weißt du, das musst du bedenken. Im
Liebling, du machst es schon wieder. Was denn? Diese komischen Pausen. Oh, weißt du, es ist so langweilig, über Randall zu reden. Meinst du nicht auch? Hey! Tut mir leid, aber so ist das nun mal. Bestellen wir noch eine Runde, okay? Siehste, klingt doch schon besser. 30 Minuten später. Okay, ich hab einen. Würdet ihr lieber eine Nacht in einem Spukhaus verbringen, aus dem noch nie jemand lebend wieder rausgekommen ist? Oder einen Tag in Pee-wees Playhouse, während Pee-wee auf Crack ist? Das Spukhaus. Niemals Pee-wee. Nein, das Spukhaus. Aber ehrlich gesagt ist beides ganz schön gruselig. Frage. Wäre es möglich, dass Pee-wee mir ein bisschen von dem Stoff abtritt? Nein, er hat alles aufgeraucht. Dann sterbe ich lieber im Spukhaus. Erinnert mich an unseren letzten Urlaub. Komm schon, Sally. Das war super romantisch. Ah ja. Du und dein Sinn für Romantik. Rente, euer Leben. Hey, jeder weiß, dass Matt richtig romantisch sein kann, wenn er nur will. Jeder? Warum dann ich nicht? Ach komm, Sally, ich sag dir fast jeden Tag, dass ich dich liebe. Ich bin irre romantisch. Ja, klar. Meinst du, wenn du das rülpst oder wenn du es in Binärcode sagst? Nein, er meint, wenn es in Binärcode rülpst. Warte mal. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Verdammt, ich mach's schon wieder. Ich muss das Thema wechseln. Und zwar schleunigst. Was murmelst du da? Oh, es ist nur... Naja. Tja. Fangen wir halt mal an. Hey, ihr werdet's nicht glauben, aber der Jahrmarkt ist wieder in der Stadt. Super, nichts wie hin! Jungs, sind wir nicht ein bisschen zu alt für den Jahrmarkt? Man ist niemals zu alt für den Jahrmarkt, Sally. Und dieses Mal ist auch die Zoltermaschine mit dabei. Das gibt's doch nicht! Was machen wir dann noch hier? Ich werde Soltar bitten, mich wieder 13 sein zu lassen. Genau. Und eine Meerjungfrau als Freundin will ich auch. Hey, nicht so schnell. Ihr bewegt eure Ärsche nicht von diesen Stühlen, wenn ihr nicht erleben wollt, was ungezähmter Zorn ist. Habt ihr mich verstanden? Wir gehen nicht auf den scheiß Jahrmarkt, okay? Wir feiern hier unsere Verlobung. Und übrigens benehmt ihr euch eh schon wie zwei 13-Jährige. Aber... Nichts aber. Wir bleiben hier, klar? Kommt schon. Hier gibt's genug Bier. Tja, das stimmt. Ach komm schon, Sally. Sei doch nicht so. Ich bin sicher, dass wir beim Jahrmarkt viel Spaß haben werden. Wir könnten doch auch die Verlobung da feiern. Warum bleiben wir nicht einfach hier wie geplant? Heute ist mein besonderer Tag und ich wollte nur gemütlich ein paar Drinks kippen. Ist das zu viel verlangt? Ja, ich weiß genau, was du willst, aber... Hey... Wie steht's denn mit Matts Wünschen? Ach, der großherzige Randall sorgt sich so um die Gefühle seines Freundes. Warum machst du ihm nicht gleich einen Antrag? Das reicht. Ich weiß nicht, was los ist, aber ihr beide scheint mir wie ausgetauscht. Ich dachte, das wäre eine Party. Ist es doch, Mann. Reg dich ab. Dann hört auf zu streiten und lasst mich in Ruhe saufen. Ich sauf die ganze Bar leer. Nee, Kumpel, warte mal. Ich häng mich unter den Bierhahn und höre nicht auf, bis ich umfalle. Mann, das wird ja immer besser, oder? Jetzt hast du das genaue Gegenteil erreicht. Oh, das muss ein neuer Rekord sein. Mann, das hat doch alles keinen Zweck. Mir fällt nichts mehr ein. Sieh mal, Kumpel, du musst dir mehr Mühe geben. Wenn du die Situation nicht wieder gerade biegst, sind wir alle am Arsch. Ich bin jetzt schon am Arsch. Was zum Teufel kann ich Matt erzählen, dass er nicht trinkt? Hey, super Idee! Oh, scheiße nochmal. Tut mir das nicht an. Im Ernst jetzt. Was kann ich denn noch sagen? Auf ein neues. Okay, ich hab einen. Würdet ihr... Oh, das spukt. Frage. Nein? Erinnert... Komm schon. Ah ja. Hey. Jeder? Ach. Ja. Nein. Ey, was muck? Oh, was könnten wir denn? Es reicht für heute. Also, was soll's denn bei der Hochzeit zu essen geben? Tja, ich brauche nur eine Bar mit Freigetränken für alle. Natürlich wird's eine Bar geben, Liebling. Eine Bar? Seid ihr da sicher? Hey, Kumpel, man kann seine Liebe vor den Augen des Herrn gar nicht besser unter Beweis stellen. Ich weiß nicht, Mann. Klingt, als hättest du nur Alk im Kopf. Oder liege ich da falsch? Randall, das wird eine Hochzeit.
Ed will doch nur seinen Spaß haben. Und ich will, dass er so viel trinken kann, wie es ihm Spaß macht. Klar, wenn er es dann auch zur Trauung schafft. Wie meinst du das? Ja, Randall, wie meinst du das? Nichts. Ich meinte nur, wenn du dir heute so richtig die Kante gibst, erlebst du vielleicht die Hochzeit gar nicht mehr. Weißt du noch, wie du mal aus einem fahrenden Auto gesprungen bist? Stimmt. Das hat wirklich wehgetan. Ich habe immer noch eine Stelle am Rücken, wo die Haut noch nicht nachgewachsen ist. Ich folge wohl besser deinem Rat, Mann. Was? Ja, weißt du, ich glaube, ich lasse es lieber langsam angehen, Baby. Weißt du, einfach ein paar Drinks und ein gutes Gespräch. Wollt ihr mich verarschen? Ihr zwei zivilisierte Mitbürger? Sally, das klingt vielleicht ein bisschen nach Science Fiction, aber ich trinke heute Abend einfach gar nichts mehr. Bist du dabei, Matt? Ja. Weißt du was? Ja. Genug jetzt! Das ist doch scheiße! Ich habe diese Party tagelang geplant und ich will, dass alles perfekt ist. Ich habe sogar Elaine gebeten, zwei Fässer bestes deutsches Schankbier zu besorgen, damit ihr heute euren Spaß haben könnt. Und jetzt muss ich mir diesen Scheiß anhören? Mein Gott, ich hätte es einfach lassen sollen! Sally, ich wusste ja gar nicht, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Tja, das liegt daran, dass es eine Überraschung sein sollte. Aber weißt du was? Das ist jetzt auch egal. Hey, Baby. Tja, sie sagte, dass es jetzt egal ist, also... Mann, sie hat uns erstklassiges Bier besorgt. Wir wollen sie doch jetzt nicht enttäuschen, oder? Ach, vermutlich nicht. Brave Jungs, ihr werdet es richtig lieben. Tja... Meinst du nicht, für heute reicht's, Matt? Wovon redest du? Wir hatten gerade vorgeschlagen, dass er doch seinen alten Rekord brechen soll. Oh, Matt gefällt, wie das klingt. Ja, aber sagtest du nicht gestern, dass du mit den blöden Rekorden aufhören wolltest? Du weißt schon, mehr als 10 Liter Bier in einer Sitzung trinken, das größte Kotzomelett der Welt, alle Twilight-Filme anschauen ohne scharfe Waffen in der Nähe. Ich meine, komm schon. Wo soll das hinführen? Ist doch egal. Ich liebe Matt, wie er ist. Wenn er in 5 Tage Nicolas Cage-Marathon hinlegen will oder die Bar leer trinken, dann soll er doch, okay? Weißt du, ich glaube, Randall hat recht. Jetzt, wo wir heiraten, sollte ich dem Leben mit etwas mehr Ernst begegnen. Genau. Du hast jetzt mehr Verantwortung. Aber das ist nicht der Matt, in den ich mich verliebt habe. Natürlich nicht. Der Matt, in den du dich verliebt hast, war ein totaler Spinner. Jetzt, wo ich erwachsen werde, verstehe ich total, warum du manchmal sauer auf mich warst. Aber eins verspreche ich dir. Von jetzt an werde ich mich ändern. Ich werde der liebende Partner sein, den du verdienst. Aber... Komm schon, das wolltest du doch immer. Matt wird endlich erwachsen. Ich wollte heute Abend einfach ein bisschen Spaß haben. Und das werden wir, Liebling. Ich lasse es einfach mit dem Alk etwas ruhiger an. Ja, weißt du was? Ich werde heute Nacht vielleicht nicht mal kotzen müssen. Und das wäre echt mal was Neues. Aber Junge Matt, weißt du was? Ich mach auch mit. Also, wie sieht's aus? Gehen wir zu mir und schauen einen Film an? Hey, was geht denn bei dir, Mann? Gefällt's dir hier nicht? Nee, ich dachte nur... Wir wollen nicht, dass du dich als 5. Rad am Wagen fühlst. Wenn du dich hier nicht wohlfühlst, kannst du auch gehen. Nein, das ist es nicht. Ich dachte nur eben... Ich will nicht, dass du gehst, Kumpel. Ich bleib ja hier. Ich hab das mit dem Film nur gesagt, weil ich dachte, du hättest vielleicht Bock auf einen unserer Filmabende. Aber ist ja auch egal. Wir können an jedem anderen Tag in deine Wohnhöhle gehen. Aber heute ist unser Freudentag. Und wir bewegen uns hier nicht weg. Du bist der Boss, Baby. So ist es. Ich bin der Boss. 5 Runden später. Ich dachte, sie wollten aufhören. Ich bin nur ein Schluck davon entfernt, mich mal strategisch auf die Gasse begeben zu müssen. Bist du sicher, Baby? Ich finde, du siehst noch ganz fit aus. Bist du sicher? Schau mal in seine Augen. Die schauen in 2 verschiedene Richtungen gleichzeitig. Cool! Das ist so süß, wenn er das macht. Was? Mach dir um mich keine Sorgen, Liebling. Trink so viel du willst. Mir geht's gut. Verdammt, das heißt, dass er jetzt gleich kotzt. Nein, Mann, ich mein's ernst. Ich kotze heute nicht, ehrlich. Du verarschst mich doch. Hör zu, Baby. Wir werden in... ziemlich bald Mann und Frau sein. Und ich hab mich entschieden...
Zeit, erwachsen zu werden. Ich habe volle Kontrolle über mein...